die Angsthyperventilation gegen das unvermeidliche Gefressenwerden, die sich also in die todesstarre Autismus zurückzieht, der eigenen Atmung, die nichts mehr denken will, was von außen kommt, und dann allmählich sich beruhigt, in ihrer Frequenz langsamer wird und tiefer. Aber es geht ja nicht darum, dass dann die Erfahrung der leibhaftigen Existenz, dieses immer noch Dasein und noch nicht gefressen sein in diesem inneren Pendeluhrwerk des Herzens, der Atmung. Jetzt bin ich noch da und jetzt bin ich immer noch da. Bei geschlossenen Augen geht, sondern darum, in diesem Zustand des ja Ertragens, des Existenzvorgangs in seinem kontinuierlichen Ausgelöschtwerden, die Augen zu öffnen, um dann dasjenige, was im äußeren Unbewussten da stattzufinden pflegt, in die Dignität des Dings, in die Dignifizierung der Zeit zu erheben, nämlich dann zu erleben, sich bewusst erleben zu machen, dass das, was da möglicherweise sich zuträgt oder geschieht, nur dann überhaupt in die Dignität der Zeit und des Geschehenen, Gesehenen erhoben wird, wenn ich es war, der die Augen öffnete und diesem möglichen Moment der Existenzwerdung seinen Projektionsraum, seinen Bildschirm, sein Gesehenwerden, sein Erkanntwerden, sein Auftauchen und Wiederverschwinden, aber sein Bemerktwerden im Auftauchen und Wiederverschwinden zugewiesen habe, so wie Shiva, der das Auge öffnet, jedes Mal die Welt erst erschafft, die ohne ihn nicht erblickbar wäre. Also geht es bei diesem Aufwachensmoment in der Erkenntnis, was es bedeutet, dass etwas da ist, mit welcher Konsequenz das gleichzeitig als Zeitmoment nur da ist, weil es einzigartig im gleichen Moment singulär nur da gewesen war. Punkt, Punkt, Punkt. Sitzen Sie nicht am Strand als Einziger. Ist das Schiff, das von niemandem sonst gesehen würde, gar nicht da gewesen ist.